So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder in Troisdorf bei der Firma Subi Performance. Moin. Heute geht's mal wieder weiter am Lambo. Hoffentlich. Wollten wir eigentlich schon länger machen, sind irgendwie immer drüber hinweggekommen. Mhm. Das ist jetzt aber so eigentlich so mit fast der letzte Schritt, den wir so langsam machen. Ne? Es geht dem Ende zu. Ja, mechanische Bearbeitung, ja. Ich denke auch. Was haben wir noch? Vielleicht irgendwelche Überraschungen noch an den Köpfen. Montage. Ja, Montage klar. Montage ja. Wird auf jeden Fall nochmal cool, weil da haben wir beide gar keine Ahnung mehr von. Also du warst ja eh nicht dabei, als wir es zerlegt haben. Ich habe es vergessen. Aber irgendwie muss man so einen Motor ja schon immer wieder zusammenkriegen. Ne? Ich stell mich gerade vor mit dir. Wie wir warte, erstmal Espresso trinken gehen. Ja. Wie lange ist der jetzt auseinander? 5 Jahre. Hast du alles ordentlich? Gar nicht. Ah. Aber ich habe eigentlich ein ganz gutes Gehirn, also das funktioniert eigentlich immer ganz gut, ja. Wie das wieder zusammenkommt, auch so mit den Ketten und so. Aber es wird natürlich trotzdem kacke, weil du stehst dann davor und denkst mir so, stimmt, das wollten wir eigentlich neu machen. Mhm. Dann fehlt das. Dann musst du bei den Italienern noch erstmal Teile kriegen. Weil es ist jetzt ja nicht so, dass du da an der Ecke zu VW fährst und was holst. Ne? Das Problem ist, du kannst auch für den Lambo schwer versuchen, mal was im Netz schwer nachzugucken. Ne? So, wobei, also ja, das wird schon. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf, was ich halt immer wieder sage, mich juckt es wirklich so 0,0, dass sich das Ganze ein bisschen zieht und länger dauert. Ja. Weil so macht das immerhin Spaß. Weißt du, wenn du sowas in 4 Wochen durchprügelst, ich ist es irgendwie Problem, so... Ich kenne das wenn ich was durchprügeln muss, weil Kunden mich stresst. So schlimm. Ist das irgendwie, weiß ich nicht. Und ich habe da wirklich gar keine Bauchschmerzen mit. Selbst wenn es noch 2 Jahre steht, dann ist das halt so. Irgendwann werde ich diesen Schlüssel umdrehen, das Auto wird anspringen. Weil ich dann noch nicht der Typ bin, der am Ende, gibt ja ganz viele, die so Projektaufgabe, Auto verkaufen und so weiter. Ne? Mhm. Würde ich niemals machen. Auch in 2 Jahren nicht. Weil es wird einfach irgendwann fertig werden. So. Jetzt hatte Andi sich natürlich überlegt, italienisches Auto muss auf jeden Fall italienischer Kolben rein. Ja, genau. Das war ein Punkt, warum es ein bisschen längerer gedauert hat. Aber ihr seht hier Lamborghini Gallardo V10 Turbo Kolben. Erzähl mal. Ja, also wir haben natürlich viel an den Malekolben nochmal nachträglich oder an den Kolben nochmal überlegt, haben hier die Taschen. Aber am Ende war ich doch irgendwie immer mit Bauchschmerzen ins Bett gegangen und deswegen habe ich mir gedacht, lass uns doch mal mit Francesco von IAP reden, ob er Bock hat, uns ein bisschen schickere Kolben zu bauen. Ich habe sie selber noch gar nicht gesehen. Muss jetzt nur kurz noch mal zur Verteidigung sagen, als wir diesen Kolben mit Björn damals konstruiert haben, gefertigt haben, wie auch immer, ist Minimum auch 5 Jahre her. Das waren die Zeiten, wo ich in meiner Limo vielleicht gerade mal so 1000 PS gefahren bin. Mhm. Und wir haben einfach hochgerechnet, 1000 PS in der Limo, aufs 10-Zylinder, bist du somit beim Lambo schon bei 1500 PS ohne Probleme und haben versucht, den Kolben ein bisschen leichter zu gestalten, ja, und die Verdichtung ein bisschen hochzusetzen, dass das nicht so ein Drehmoment-Killer-Motor wird, sondern dass der so mit humanen 2 Bar Ladedruck einfach fährt. Die Zylinderleistung ist ja auch gar nicht so hoch, die angepeilt ist, ne? 100, ja, wenn wir jetzt auf 1500 PS anpeilen, ja, sind das 150 PS pro Zylinder. Das ist eigentlich tiefenentspannt. Gehirn läuft noch um 1,10. Wobei so tiefenentspannt ist es wiederum auch nicht, weil wenn man sich überlegt, 600 im 4-Zylinder, 900 im 6-Zylinder, schon. So, ne? Ist auch entspannte Liga. So, klar, geht immer mehr, aber... Ja, nee. Die Grundkonstruktion des Alusil-Blocks mit den Buchsen und so, das ist eher reglementierend, eigentlich nicht der Kolben, aber da wir da so einen guten Kolbenpartner haben und das wirklich kein großer Akt war. Das kommt auch dazu, dass sich das jetzt halt einfach entwickelt hat in kürzester Zeit. Ne? Wann hast du die ersten Kolben von dem verbaut? Letztes Jahr? Ja, die haben 3 Wochen für die Fertigung gebraucht. Ja. Überleg mal, schickst einen Kolben, machen die Kasten in 3 Wochen fertig, liegt das Ding hier. Ein Punkt, der dir ja nicht gefallen hat, war das mit den Kanten, das hatten wir ja dann ja, so schön nachbearbeitet. Ja, das war schon okay, aber so von der Grundkonstruktion unten, wie der Kolben versteift ist und wie auch die Toleranz hier oben zu unten war. Der Kolben ist sehr, sehr stark konisch und das war irgendwie nicht so mein Fall. Ich glaube auch, die sollten nochmal nachbeschichtet werden von Picoartec, ne? Jürgen hat gesagt, dadurch, dass ich kenne mich jetzt mit der Beschichtung nicht so auf, wollte immer mit ihm ein Video machen, leider bisher nie zustande gekommen. Mhm. Ich glaube, das ist eine X3-Beschichtung oder irgendwie X1, 2, 3 und die Beschichtung ist schon zu alt. Also ja, man hätte es so einbauen können, aber es geht natürlich besser. Ja, richtig. Und das spielt auch hier, entwickelt, Entwicklung, Entwicklung und
jetzt ist es neben 5 Jahre hinterher, mach mal auf. So, hast du dir jetzt gesagt, wir bauen neun, einen anderen. Ja. So, das ist jetzt IRP, ist klar. Das ist hier richtiges Unboxing heute. Vor allem, ich feiere halt diese Kisten so. Ne? Übertrieben. Das ist echt was. Ja, vor allem einfach, der Kasten so ist schon geil und dann nochmal 10 solche kleinen Kästen davon. Ne? Ja. Das ist schon, also das kann schon was. Also wir haben hier NPR-Kolbenringe, das sind Kolbenringe aus Japan, also mitunter die beste Qualität. Also wenn ihr NPR-Kolbenringe drin habt, könnt ihr euch sicher sein, dass die gut sind. Mhm. Ja. Und das ist jetzt Goldline. Platinum. Platinum, stimmt. Platinum ist noch ein besser als Goldline. Volle Hütte, genau. 2618er Material aus der gleichen Schmiede, Metallschmiede da, die auch für Pankel produziert und Ferrari. Mhm. Ich weiß nicht, ob Ferrari jetzt unbedingt positiv ist, aber sagen wir mal, Qualitätssicherung ist da. Der Kolbenring ist auch gehärtet durch ein galvanisches Verfahren. Das sorgt dafür, dass die Oberfläche des Aluminium am zweiten Ringsteg, der eben durch den Druck, der da ausübt, deutlich stärker belastet ist. Sowohl ein Coating oben auf dem Deck, das ist, wie du es auch kennst, mit der Hitzeisolierung. Mhm. Ne? Das reflektiert so ein bisschen. Das heißt nochmal, dieser Steg ist jetzt gehärtet, dass, wenn jeglicher Verbrennungsdruck am Kolben vorbei auf die Ringe wirkt, einfach nicht so, wie man es halt von den TFSI-Motoren einfach wegbricht. Ja, wir haben bei den Subis auch extrem Probleme in der Hinsicht. Ja, und klar, von unten sieht natürlich krass aus. Kolbenboden halt noch mit diesem Double Bridge Design. Was Francesco mir noch gesagt hat, ich hatte ihn den als Musterkolben geschickt, für ein paar Daten abzunehmen, ne? Hat gesagt, dass die Bohrungen hier, die Gasports, dass die nicht parallel zueinander, also die gehen schief, ne? Sagt, und die waren irgendwie nicht sauber entgratet. Und, bei dem brauchen wir gar keine Gasports. Nein. Die gehen davon ab. Was sagt Francesco zu diesem Kolben leistungsmäßig? Er sagt, wir können hier locker in einer 250 PS Liga pro Zylinder spielen mit dem Kolben. Ne? Mhm. Echt krass. Ja, das ist so das Beste, was die anbieten können. Sieht doch mit dem Logo einfach nur fit aus. Das wird, habe ich dir ein Video geschickt, das wird über nicht gespritzt, sondern gedruckt quasi. Aha, ich hätte jetzt gedacht, das ist nach dem Beschichten wieder rausgelasert. So hätte ich jetzt. Nee, das kann sein, dass das gelasert ist. Nur ich meine, das Coating wird so drauf gedruckt. Weil man kennt das ja so, dass das gespritzt wird. Okay, also das heißt, selbst die von dem Platinum-Kolben ist selbst die Legierung, also das Grundmaterial, schon anderes, was es so ultra fest macht. Ja, 2618C oder so heißt das. Bin ja mal gespannt bei den Kolben, wie das ist, wenn wir den Motor irgendwann mal zerlegen, ob die ganzen Beschichtungen und so, ob das alles hält. Ja, kann ich dir schon sagen. Also, hat gehalten. Ich hatte jetzt letztens einen zerlegt, das war ein VW, der hat einen Pleuelagerschaden gehabt und da war das Coating abgegangen durch den Pleuelagerschaden, der eben zwischen Zylinderwand und Kolben gegangen ist. Aber hier, das ganze Coating, das hält, beziehungsweise ist ja kein Coating, ist ja galvanisiert. Mhm. Was ist ein Coating? Beschichtung, okay. Also das ist hier, das nennt man Coating. Pisten, Coating, also Kolbenbeschichtung. Genau, Beschichtung ist halt einfach aufgetragen, gespritzt mit Pinsel, wie auch immer, ne? Ja. Und Galvanik ist halt richtig in die Flüssigkeit eingetaucht und dann über Strom auf die Oberfläche gebracht. In der Kurzform gesagt. Sieht schon sehr attraktiv aus. Ja, sieht schon massiv aus. Wollen wir die mal einmal wiegen? Können wir gerne mal machen. Ich weiß gar nicht mal, ob die leichter sind. Ich habe sie echt noch nicht gewogen. Das ist nämlich so ein letzter Punkt noch an dem Motor mit Thema Wuchten, ne? Ja. Müssen wir auf jeden Fall. Francesco? Guckt er eigentlich so ein bisschen Videos? Hat er mal was gesagt? Ja, ich schicke ihm manchmal Links. Nein, er wird es ja nicht verstehen. Versteht nur Bahnhof. Aber ich denke, er wird es auf jeden Fall feiern, dass wir die Kolben so feiern. Ich glaube auch. Das Problem ist, die Jungs sind so mit der Produktion und Entwicklung beschäftigt, dass sie sich halt null um Marketing kümmern. Mhm. Ja, dafür sind wir ja da. Ich hatte die auf der Messe. Den Part haben wir eingenommen jetzt. Ja, ich habe den auf der Messe kennengelernt und habe mir das angeguckt, denke mir, boah, geiler Kolben, red mit dem. Das Reden mit dem ist so deutsch, italienisch, englisch, ist sehr, sehr lustig. Und dann habe ich gesagt, ja, schick mir mal 3 Samples und das hat dann aber irgendwie ein Jahr gedauert. Welcher Messe? Motorsportmesse Köln? Ja, ja. So.
257,26. Wir dürfen jetzt nicht vergessen, dass der massiver gebaut ist. Ne? Mhm. Ich weiß gar nicht, ob er schwer ist. Ich habe wirklich noch nicht gemessen. Ich auch nicht. Ja, doch, 5 Gramm schwerer. Ja, okay, aber das ist ja, 5 Gramm hätten wir hier im Zahlzeichen übertrieben gesagt mit der Beschichtung wahrscheinlich drauf. Ja, wahrscheinlich. Wenn es jetzt 30 Gramm gewesen wäre, würde ich sagen, okay, ne? Aber 5 Gramm, wenn dich die 5 Gramm stören würden, könntest du oben an dem Pleuelauge bestimmt die 5 Gramm wieder rausholen. Das Problem ist, warum das 5 Gramm schwerer ist. Ich glaube, das war keine 2618-Legierung. Die ist von Grundsatz schwerer. Das war eine 4032er-Male-Legierung. Aber es war auch keine richtige Male. Ist die Grundlegierung geschmiedet oder warum sagt man Schmiedekolben? Die Grundlegierung wird gemischt, wie so ein Teig. Mhm. Ne? Und der Schmiedevorgang ist ja dann wie der Rolling. Ich kann dir mal gleich ein Foto schicken, wie so ein Rolling aussieht. Sieht sehr interessant aus. Mhm. Der wird das heißt, das eigentliche Schmieden wird ja, da kommt in der Herstellung. Ja, in der Schmiedearbeit wird der Rolling einmal verpresst, überwiegend gesagt. Wir hatten ja aber auch schon Kolben von IRP, die komplett gefräst waren, einfach nur. Der ist auch komplett gefräst. Ah, das war mal alles richtig gefräst, ist jetzt nur quasi wieder nachgestrahlt, bearbeitet, dass man das gar nicht mehr sieht. Wenn du ganz genau reinguckst, siehst du noch Fräsvorgänge. Ja, Tatsache, wenn man hier genau in die Mitte guckt. Das wird wahrscheinlich im Nachhinein nochmal kugelgestrahlt, zur Verdichtung nochmal. Ja, ja. Wenn ich mein Handy jetzt hier... Also eigentlich ist es ein Schmiedekolben-Rohling, der dann nochmal einmal komplett... CNC gefräst. Ah, wir fahren da, nach Corona fahren wir da auf jeden Fall mal hin nach Italien, gucken uns das Ganze mal an. Weil da bin ich, machen die bei sich in der Fabrik die Kolben-Rohlinge auch? Nein, nein, das wird aus der Metallschmiede da, wo Pankel und Ferrari. Da können wir wahrscheinlich nicht hin. In Italien geht alles. Wird schwierig, ne? Okay, verstehe. Ja, so, wie viele Minuten haben wir schon wieder voll? Eigentlich wollten wir ja gar nicht die Kolben. 13 Minuten. Okay, dann müssen wir jetzt nämlich zum Eigentlichen. Es ist echt krass, wir versuchen wirklich immer und immer wieder... Natürlich die Videos einigermaßen kurz zu halten, heißt jetzt nicht, dass wir uns als Ziel nehmen, 10 Minuten Video zu machen. Aber ich habe jetzt schon wieder Angst, dass wenn wir jetzt gleich anfangen, den Block zu holen, dass wir gleich bei einer Stunde wieder sind. Mhm. So, obwohl wir wirklich eigentlich hier uns immer kurz fassen wollen. Ja, wir holen da jetzt durch, wir erzählen ein paar Sachen und dann geht's los. Ich befürchte nur, wenn wir die Videos nicht so gezielt machen würden, ja, sondern so ein bisschen so mehr so real-mäßig aus dem Alltag raus, ja, wären das 2-Stunden-Videos. Ja, das ist... So, ne? Heftig. Weil dann kommt nämlich, glaube ich, einfach noch viel, viel mehr bei rum. So, okay. Thema Hohn. Wollen wir rübergehen zur Maschine? Können wir machen. Vorab können wir natürlich sagen, dass ich die Kolben schon versucht habe, präzise zu messen mit meinen Möglichkeiten hier. Und sind sehr präzise, alle gleichmäßig. Mhm. Ne? Aber ich habe ein Messprotokoll von IRP bekommen. Und die ja, der hat so eine richtig krasse Maschine zum Vermessen. Ja, das ist halt alles automatisiert mit 3D-Taster, Tester und so. Und deswegen können wir vertrauen, dass wir die auf das Maß, wie hier vorne drauf steht, da 83 glatt, ne? Mhm. Bohren, Hohn. Das heißt, wenn das Maß, was hier steht, ist theoretisch nicht das Maß vom Kolben, sondern das Hohnmaß, Bohrmaß, genau. Wie auch immer. Der ist auf 82,91, hier am Hemd. 83,0, okay. Boah, habe ich ja sogar über 5 Liter Hubraum. Serie ist 82,5. Das heißt, haben wir so ein paar Kubik mehr. Genau. Deswegen können wir uns das jetzt sparen. Jetzt, wenn ich Kolbenhersteller habe, wo das sehr voneinander toleriert, so wie Seco oder so, dann nehme ich Messuhr, messe jeden einzelnen durch und passe das auf jeden Zylinder drauf an. Hier ziehst du alle 10 einfach durch. So genau wie die das messen, kann ich nicht mal messen. Okay. Gut. So, hier wird übrigens hart in verschiedenste Richtungen gearbeitet. E63-Motor von Jackie Core Tuning aus Hannover. Wusste ich auch gar nicht, dass er hier angekommen ist. Ja. Wird unsererseits irgendwann auch nochmal ein Video zukommen. Dafür muss das Ding aber erstmal fahren. Mhm. Ich vermute, hier soll zu Close Stack volles Programm einmal alles machen. Buchsen machen wir da rein. Ne? Buchsen. Der wurde schon, glaube ich, leider auf Close Stack gebaut und das war aber irgendwie nicht so erfolgreich. Der eine oder andere wird es gleich erkennen, Porsche Turbo. Porsche Turbo. Da soll auch richtig Dampf rein. Also aus Subi Performance ist jetzt bald Motoren Performance geworden. Ich habe keine Ahnung. Hast du schon mal einen neuen Namen gedacht? Nein, ich glaube, denke nicht drüber nach. Wie ist aktuell der Anteil an Subaru Motoren? 50-50. 50-50 mittlerweile schon. Ja. Von
94:6. Espresso-Performance. Espresso-Performance. Kekse-Performance, Espresso-Performance. Genau. Bitte Feingebäck, keine Kekse. Feingebäck. Ja, ich hatte doch neulich auch einen witzigen Namen. Nicht Konditorei. Feinkostsubi. Feinkostsubi was? Ja, das hatte ich doch schon gesagt. Hatte ich in einem aber Feinkost mit Fein auf Englisch und Kost wie Kosten. Ja, mit C. So, hier haben wir auf jeden Fall erstmal deine neue Hohnmaschine. Genau. Ja, die neue Hohnmaschine leider immer noch nicht mit dem brandneuen Hohnkopf. Mhm. Der liegt da zwar schon, aber es fehlen noch diese Adapter, die da drauf kommen. Mhm. Ja. Erstmal, weil wir haben in Kombination mit dir noch nie Hohn gezeigt. Der eine oder andere wird jetzt gar nicht wissen, was wir hier machen. Wir haben ganz am Anfang, einer unserer ersten Videos war, wie du aus deiner schönen CNC-Maschine diese Torqueplate gemacht hast. Ja. Die ist einfach nur dafür da, die simuliert jetzt gerade den Zylinderkopf. Wir können allerdings keinen Zylinderkopf aufschrauben, weil du ja die Bohrung zum Hohn brauchst. Mhm. So, das heißt, Andi hat jetzt den Motor einmal verspannt mit der Platte drauf, dass er eigentlich so sein sollte, wie er später richtig verbaut ist. Und jetzt dieser Hohnkopf macht was genau? Er sorgt für den Kreuzschliff im Zylinder und wir tun das Endmaß erreichen. Also der Zylinder wurde jetzt auf ein grob so 800stel vor Endmaß gebohrt auf dem Bohrwerk. 800stel? Und jetzt nehmen wir die 800stel mit dem ersten Hohnstein raus, das ist der grobe, der so sorgt quasi für die tiefen Riefen und eben die großen Taschen, die für die Notlaufeigenschaft des Motors besonders da sind, denn wenn es mal quasi zu einem Schmiermangel kommt. Und im Nachhinein machen wir dann noch mit den feinen Hohnsteinen die quasi die feinen Riefen rein, ne? Erstmal, eine Frage muss ich zur Sicherheit mal stellen. Wenn du von 800stel sprichst, sprichst du von 800stel immer im Durchmesser? Ja. Okay. Jetzt redest du von einem Hohnschliff, der ja aber eigentlich keine... Also, wie soll man sich das vorstellen? Das sind quasi im Zylinder wie so X-Linien, genau, die da komplett durchlaufen. Ja. Die müssen aber eine bestimmte Tiefe haben, einen bestimmten Winkel haben. Genau, man kann die mit Rauigkeitsmessgeräten die Rauigkeit messen. Was für eine Rauigkeit eben erzielt wird, von dem Kolbenhersteller eben vorgegeben. Und da können wir auch, wenn du willst, mal gerade reinschauen. So. Piston Installation Sheet. Man muss schon wirklich sagen, das ist schon wirklich professionell von den Jungs. Oder? Ja, wundert mich total bei Italienern eigentlich nicht so richtig. Nein, weil... Doch, weil, wirklich. Weil, ja, schon klar, aber ich sag mal so, wenn egal, ob du von Amis oder was weiß ich woher kommen, ja, ja, oder auch von deutschen Herstellern, dass du wirklich das so krass... Richtig mit Liebe gemacht. Genau. So, und dann wird zum Beispiel vorgegeben, was für eine Rautiefe erreicht werden soll und was für einen hohen Winkel. Genau, das ist die Kreuze, die ich gerade meinte. Genau, richtig. Das ist der Hohnschliff, den wir eben durch die Hubbewegung des Kopfs und die Drehbewegung eben einarbeiten. Ne? Aber wo das ist jetzt ja quasi unser Hohnstein. Genau. Wo genau entsteht dann da quasi der Kratzer dran? An dem Ende oder wie? Oder nein, wie auf der kompletten Oberfläche. Die komplette Oberfläche, ja, okay. Ja. Wenn du dieses Ding ja unter dem Mikroskop anschaust, ist es ja ganz offenporig. Mhm. Ne, und dadurch wird das eben eingebracht. Das heißt, wenn der einmal hoch und runter geht und sich dabei dreht, ja, macht der theoretisch dauerhaft. Wie soll man sich das jetzt vorstellen? Ich überlege gerade, wie der da drin hoch und runter fährt, ja, und danach so ein Muster dabei rauskommt. Weißt du? Nee. Wenn der auf der ganzen Breite tragen würde, würde das ja mehr wie so ein breiter Strich immer aussehen. Würde ich jetzt einfach denken. Ja, du musst dir das Ding halt so vorstellen. Ich denke, an einem groben Stein ist es einfacher zu verstehen. Weil wenn du jetzt darüber guckst, siehst du ja ganz viele kleine, ganz viele kleine Oberflächenhubbel. Mhm. Und das ist genau bei dem auch nur, dass wir es mit dem bloßen Auge nicht mehr erkennen. Ah, okay. Und dadurch kriegen wir diesen feinen Schliff da rein. Und wir haben ja schon an dem auf der Seite ein bisschen vorgearbeitet. Ne? Mhm. Guck mal, das ist feiner Schliff. Mhm. Kommst du das drauf? Ja, so ein bisschen. Das ist der feine Schliff und guck mal, wie der noch nicht mit den Feinsteinen bearbeitet aussieht. Ne, da sehe ich gerade gar nichts. So tief, wenn du so tief reingehst? Mhm. Ja. Mhm. Ich hoffe, ihr habt das gesehen. Das ist massiv, der Unterschied, ne? Das ist hier so 1000 Kilometer eingefahren. Ja, ja, richtig. Ja, sogar im Nachhinein gibt es dann noch das Topping. Und zwar werden... Wo ist das Ding? Habe ich noch nicht bekommen. Ich
kenne auf jeden Fall hier diese Bürste da noch mit den Steinen dran. Die kannst du da noch durchziehen, das spart dir schon mal ein paar Kilometer einfach. Ja, die verwende ich hier so bei Nockenwellenlagergas. Jetzt können wir euch nämlich nochmal zeigen, was nämlich das eigentliche Einfahren ist. Diese ganzen kleinen, feinen Striche, die ihr da jetzt seht, die sind ja noch eigentlich übertrieben gesagt nicht entgratet. Genau. Das heißt, da ist überall, wenn man jetzt Finger durchziehen würde, noch so ein kleiner Grat dran. Ganz viele kleine Spitzen, richtig. So, und die Kolbenringe beim Einfahren sollen diese ganzen Spitzen langsam wegreiben. Ja. Sogenannte Plateauhohn, weil man sich dann ein Plateau auf der Oberfläche des Zylinders bildet. Aber mit Profis, die solche Maschinen bauen, darüber unterhalten, die sagen, das dauert 3 Minuten, dass das Plateau am Zylinder hat sich gebildet. Das heißt, man macht eigentlich einen Zylinder in den Zylinder in dem Moment. So übertrieben gesagt. So wie die Kolbenringe hoch und runter fahren, machen sie als Plateau wieder einen Zylinder. Ja, richtig, genau. Übertrieben gesagt, genau. Und das, was du als Verschleiß beim Einfahren hast, sind natürlich minimal das, wo es ganz schnell entsteht. Aber der Kolbenring ist ja übertrieben gesagt spitz an den Ecken. Und die Ecken, der Kolbenring hat ja Spiel im Kolben, der klackt immer hin und her. Und diese Spitzen werden rund. Ah, also die Ringe verschleißen eigentlich auch. Die Ringe passen sich dem Zylinder an, sozusagen. Okay, so, das heißt, wir haben hier einen angetriebenen Kopf. Links und rechts wird er geführt. Hier sind die hohen Steine dran. Mhm. Die kannst du oben über ein Rad rausdrücken. Genau, richtig. Der Kopf hat noch die Eigenschaft, dass wenn du jetzt von unten darunter schaust, ist der so trapezförmig. Und dieses Patent hat sich irgendwann mal Zannen ausgedacht. Das sorgt dafür, dass die mithilfe von dieser Geometrie aus Eiern, also quasi aus ovalen Zylindern, Runde machen, ohne einfach, ihr kennt ja alle diese eBay-hohen Dinger, die drücken ja im Prinzip nur per Federkraft einen Stein an den Zylinder und dann, wenn du ein Ei drin hast, machst du das einfach noch größer. Das macht das Teil nicht. Wenn du einen richtig ovalen Zylinder hast, hörst du richtig, wie der an einen Stellen nimmt und an anderen nicht. Okay, krass. Ja, das ist schon... Das hat schon seinen Grund, warum so ein Hohnkopf teilweise so teuer ist. Da steckt feinste Mechanik drin. Ich glaube, jetzt ist der eine falsch rum, oder? Ich habe mir aber gerade falsch rum gezeigt. Nee, war richtig rum. Der passt doch nicht rein. Andersrum. Weil ich finde, dann sieht er so richtig schräg aus. Ja, ja. Der baut gleich meine Maschine auseinander. Weil das ist ja so... Genau. Das ist ja nicht leicht, also das ist ja wirklich so massiv, ja. Komplett außermittig. Genau. So, und der steht komplett nach hier. Das wird per Federkraft angedrückt und das wird, wenn ich jetzt hier oben am Rad drehe, siehst du, wie die rausfahren? Warte. Warte, das war jetzt rein. Also. Jetzt merke ich, es geht raus. Hier sieht man so ein bisschen, aber klar. Das sieht man jetzt auf der Kamera wahrscheinlich nicht. Ja. Okay, aber siehst du, da habe ich doch schon wieder was gelernt, weil das wusste ich auch nicht, dass der so außer trapezförmig da steht. Und das ist auch nur mein Leihkopf. Wir können auf meinen neuen Kopf eingehen. Der ist das? Ja. Ich sage, am Ende brauchen wir gar nicht holen, weil das Video ist eh schon fertig. Der Kopf ist egal. Die Kiste sieht auch wieder gut aus. Also ich finde, für das, was dann drauf kostet, ist die Kiste nicht so toll. Wieso, was kostet ein Kopf? Wie das? 10.000. 10.000? Ja. Muss man ein paar Zylinder für holen, ne? Und wenn ihr, das ist halt so eine Technik, die Präzision, das zu fertigen, unglaublich, ne? Aber dann ist das so wieder simpel. Mhm. Und dann denkst du, boah, 10.000 Euro und ich musste 2 kaufen. Der ist auch von Zann? Ja. Nur leider fehlen dann uns noch 2 Leisten, deswegen ist der noch nicht im Einsatz. 2 kaufen, weil 2 verschiedene Durchmesser brauchst du wahrscheinlich. Ja, der eine geht irgendwie von 70 bis 90 und der andere von 90 bis 115 oder so. Ja, aus wie eine Antriebswelle. Ja, das ist das Ding schon, ne? Mhm. So sieht der Hohnkopf aus. Funktioniert genau im gleichen Prinzip. Hier oben mit diesem Imbus wird das per Hand angetrieben, per Rad da oben. Wenn ich den rausdrehe, fahren die hier raus. Ne? Und hier kann ich halt, werde ich Führungsleisten drauf machen und auch Schleifleisten. Das Problem, der Vorteil an diesem Kopf ist einfach, dass der den noch runder bekommt, den Zylinder. Die Geometrie wird noch besser und mit weniger Hüben kriege ich einen präziseren Zylinder hin.
Und warum? Weil der jetzt zwei mehr hat oder woran liegt das? Ja, der hat ja nicht nur zwei mehr, der hat ja im Prinzip zwei Führungsleisten und ja gut, er hat zwei mehr, richtig, genau. Daran wird es auch liegen, aber die Grundgeometrie, frag mich nicht, wie die sich das ausgedacht haben, aber das soll sehr, sehr, sehr gut funktionieren. Soll sehr, sehr gut funktionieren, ne? Schon geil, das Ding. Weil sieht jetzt nicht nach 10.000 Euro aus. Nein, sieht einfach, das tut einfach nur im Herzen weh. Wenn du das Ding so orderst und sagst, ja, und das Problem ist, das sind 10 und dann diese Leisten hier unten kosten Satz 2.000. Boah, okay, ja? Das ist wahrscheinlich. Und dann werden die Leisten auch noch so händisch gewechselt. Ja. Hier ist so ein Federring. Ja, aber produzier mal hier so ein Teil. Da ist ja noch Gewinde, so ein, also aus gehärtetem Material. Also. Komm, wenn ich hier so dran drehe, siehst du, wie jetzt da diese Schiene rausfährt. Noch im Mühbereich, ne? Guck mal, jetzt ist sie ganz drin und jetzt fahre ich ein bisschen raus. Jetzt wieder ein bisschen raus. Einfach so und dann dieses Federding darüber werfen. Da haben die mir sogar so ein spezielles Werkzeug, so einen Haken dazu gegeben. Wie? Einfach so. So rein drin? So. Und dann kommt hier, siehst du diese Feder? Ja. Da glaube ich so ein Spezialwerkzeug sein, so einen Haken dazu bekommen. Für 400 Euro. Ja, wahrscheinlich. Krass, okay. So, da fehlen jetzt aber die Leisten noch. Ja, die Leisten. Also nicht die Schleifleisten, sondern hier die noch so andere Führungsleisten, die wir für deinen Durchmesser bräuchten. Mhm. Und die brauchen, glaube ich, schon seit 3 Monaten hängen die in Amerika. Ich frage mich, warum das so lange alles dauert. Okay. So, den legen wir ja lieber. Das heißt aber nicht, dass die Motoren, die wir mit dem Kopf holen, schlecht sind. Damit wurde 100 Jahre lang alles mit. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es ja auch so, dass die, gerade die Motoren damit besser sind. So, wir waren auch schon fleißig. Wir haben ja im ersten Schritt schon mit den groben Steinen vorgehohnt. Mhm. Und durch die Torqueplate hat hier sich tatsächlich auch ein bisschen der Zylinder nach oben verzogen. Ne? Und mit dem ersten Vorhohen sind wir jetzt hier auf 500stel vor Endmaß. Das heißt, die Uhr ist eingestellt auf 8300? Genau, richtig. Und es waren 800stel? Ja, richtig. Wir haben jetzt erstmal den groben Schliff reingemacht. Warum ich jetzt schon auf den feinen Stein wechseln will, ist, dass mir, ich will die Oberfläche sehr, sehr glatt bekommen. Liegt auch daran, dass das Öl mittlerweile so eine hohe Entwicklung hat. Also der Alex vom Motul hatte mir erzählt, dass eben das Öl so stark polarisiert, vor allem das 300V, das zieht sich richtig zum Metall hin. Du bist auch so ein Öl-Fan, sag ich, so ein Motul-Fan. Ja, ist gut. Habe ich sogar heute an. Ne? Nee, das ist super Öl. Also ich muss auch sagen, dass gerade so in dieser Leistungsszene, ja, wo wir halt viel sind, da ist wirklich Motul eigentlich, wo ich es auch ganz viel sehe, ist Getriebe. Ja. So dieses typische, ich sag mal, dieses Schlumpföl, das blaue, 75W140. Mhm. Also gefühlt in allen Getrieben, die richtig Leistung halten können, ist dieses Öl mal drin. Genau, also ich bin jetzt keiner, der jetzt sagt, du musst das Öl fahren. Es gibt viele andere gute Öle auch, ne? Ich habe einfach... Ich sag immer, seitdem ich 20W60 fahre, habe ich keinen Plauderlagerschaden mehr gehabt. Ja, ich kann auch andere Zornmenge haben, aber es ist einfach Fakt. Und ich hatte davor definitiv immer Plauderlagerschaden. Nee, das ist definitiv, damit macht man nichts falsch. Egal welchem Auto. Ich sag nur Abarth, ne? Mhm. Wie wir das Ding dieses Jahr malträtiert haben. Egal, ob es der Kombi, der B7 ist, da ist jetzt das 5W50 drin mit dem frischen Motor. Früher 20W60 immer drin gehabt, egal welche Motoren. Alle 20W60. Ja. X-Bow. Bei mir im Golf lebt auch noch. Funktionieren alle. Ja. Funktionieren wirklich alle. Deswegen, der eine Kolbenhersteller sagt, mach eine Rauigkeit von so. Allerdings finde ich ein bisschen glatter, wie der Kolbenhersteller angibt, mittlerweile laut Erfahrungen, wie so die Bilder des Zylinders danach ausgehen, nicht schlecht, wenn du 300V fährst. Mhm. Gut. Was geil war, wir hatten jetzt ja seit langem mal wieder so knapp minus 20 Grad, ne? Und das Beste ist einfach, wenn du bei minus 20 Grad ein Auto mit 20W60 machst. So, bei meinem Kombi ist es so, dadurch, dass der ja, also eigentlich ist es egal, aber dadurch, dass er einen Startschalter hat, wo du drauf drückst, ja, merkst du so richtig, wie der so ganz kurz vor dieser Lastabschaltung ist, wie als wenn er einen kurzen oder so hat, ne? Und gar nicht mehr den Anlass am Tätigen will. Also man hört richtig, wie der so langsam reingeht und dann es schafft das, den Motor so ein bisschen zu drehen. Ne? Verschleißpleulager. Weil es halt einfach, es ist ja schon, selbst bei Raumtemperatur ist es ja schon dick. Mhm. Ich will nicht wissen, wie das bei minus 20 Grad in dem Motor eigentlich. Weißt du, was mein Projekt wäre? Dieses grüne Assemblyöl. Ja. Mal einfach komplett in das Auto füllen und starten, gucken, wie der einmal läuft.
Gut. Das wird aber wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, dass das dann wahrscheinlich, sobald das ein bisschen heiß wird, extrem dünnflüssig zum Beispiel. Ich habe gehört, du hast draußen noch so ein KMU stehen. Kannst du mal ein Video machen. Das wird doch dein zukünftiges Auto. Ja. René hat mich nach einem Zweitfahrzeug gefragt. So, erstmal klein drehen den Kollegen hier. So. Jetzt muss man das hier so ein bisschen mit dem Finger zusammendrücken. Wie wichtig ist das jetzt bei der Maschine, dass der Motor hier jetzt genau im Winkel steht und so weiter? Relativ unwichtig, denn das ist alles hier gelenktechnisch gelagert. Ne? Wir haben hier so einen Spannwinkel, da können wir uns einfach draufstellen und dann. Das heißt, selbst wenn er jetzt nicht genau gerade steht, sondern 2, 3, 4 Grad gekippt, ist es nicht so, dass du die Zylinder jetzt schräg honst wegen dem Gelenk drin. Genau, richtig. Ja. Okay. Hier ist ja ein Gelenk, da oben ist nochmal ein Gelenk. Mhm. Das ist gar kein Problem. Die Gelenke, werdet ihr jetzt gleich auch sehen, müssen auch drin sein, weil spätestens wenn das Ding einmal hoch und runter gemacht hat, wird man ja sehen, wie das. Richtig, das ein bisschen bewegt. An dem Rad kann ich das hier so hin und her drehen. Hier fahren wir auch übrigens Motul Tech Öl, nur Motul hier. Und mit dem Rad fahre ich jetzt erstmal die Hohnsteine auf Vordruck. Das heißt, du merkst das hier? Ja, mach mal. Oh, tatsächlich. Ja? Also merkst du, dass du da einen Widerstand hast. Knack, Buchse gesprengt. Und genau das ist das an dem Motor eben, das habe ich schon beobachtet, dass durch den Alusilzylinder oder beziehungsweise trotz der dünnen Buchse bei viel Vordruck atmet die Buchse sehr. Das bedeutet, wir müssen ganz, ganz filigran mit Vordruck und lieber einem längeren hohen Zeit arbeiten, statt mit viel Druck. Weißt du, kannst ja mit viel Druck holen, dann machst du 5 Hübe, hast du 2/10 rausgenommen. Mhm. Wir müssen ganz wenig Druck und mehrere Hübe machen. Das heißt, das ist eigentlich kein gutes Zeug. Leider nein. Aber das war ja vorauszusehen. Deswegen haben wir jetzt auch Kolben mit 250 PS pro Kolben. Muss. Wobei das ja extra diese extra duktilen, super duktilen Buchsen waren, die eigentlich brutal hart sein sollen. Ne? Was ja nicht heißt, dass sie fest im Block aussieht. Ja. Ja. Wir reden ja trotzdem immer noch von 150 PS pro Zylinder. Das heißt, wenn du einen reinen Alu-Motor holst, fühlt sich das anders an? Der eine eingegossene Buchse drin hat. Der oder? Gar keine Buchse drin hat, wenn du nur mit dem Alu arbeiten würdest? Ist auch sehr, sehr unangenehm, da musst du genauso arbeiten, mit wenig Vordruck. Ne? Okay. Na dann. Ich hab seinen angenommen. Mhm. Das ist ja schlimm, ey. Ja, ich hab das Dieter angenommen. Ja, wunderbar. Also ich mache jetzt per Gefühl erstmal so ein bisschen Vordruck, wirklich nicht viel. Und hier mit dieser Skala kann ich quasi zustellen. Ne? Also hier steht jetzt 1/10. Ne? Das bedeutet aber 1/10 Verschleiß im Stein und 1/10 Verschleiß in der Bohrung. Mhm. Das ist also, wenn hier 1/10 runterläuft, ist das nicht 1/10 komplett, verstehst du? Ich mache aber nicht 1/10, ich mache jetzt erstmal hier so 500 und gucke. Die Maschine weiß, wie der Stein verschleißt, so ungefähr? Nee, die misst den Verschleiß. Die misst den, okay. Denn hier oben ist eine Mechanik drin, die weiß, wie viel das Ding rausfällt, denn das stellt immer automatisch nach. Sonst müsste ich ja per Hand die ganze Zeit nachstellen. Ne? Okay. So. Jetzt der Vorteil ist, warum ich diese Maschine ursprünglich gekauft habe, ist, dass sie dafür sorgt, dass die Zylindergeometrie automatisch zylindrisch wird. Sonst könnte man das manuell immer hier mit diesem Knopf machen. Die Maschine macht es aber so, dass sie die Lastaufnahme beim hohen aufnimmt, die Stromaufnahme von dem Motor hier oben, in die Spindellast überträgt und somit ein Bild des Zylinders generiert. Das bedeutet, wenn hier gleich dicker und da dünner ist, wissen wir, dass der Zylinder da kleiner und da größer ist. Und dann macht er automatisch von oben nach unten auf und zu. Nee, er verweilt dann an einer Stelle. Sonst hättest du ihn da halten müssen an der Stelle. Genau, richtig. Und bei den alten Maschinen war das so, dass du nur unten halten konntest. Mhm. Aber das macht das Ding jetzt automatisch. So, das wäre ein bisschen Vordruck. Lassen wir den Kollegen mal laufen. Das heißt, da siehst du jetzt oben, ist der Zylinder immer noch ein bisschen enger, deswegen bleibt der jetzt oben stehen. Ja, jetzt ist das schon relativ symmetrisch. Das ist ja krass, dass er selbst so Kleinigkeiten hier so erkennen kann. Ja, richtig. Also ich hab die Maschine so eingestellt. Das ist ein richtiger Messmeter hier. Das ist ein Messmeter, ja. ich habe das Ding so eingestellt, dass es bei 5% Unterschied anfängt zu twellen. Twellen, also verweilen. Okay, aber das heißt jetzt, das, was es jetzt gerade macht, das ist nicht so, du drückst auf den Knopf und er macht das direkt. Sondern da ist jetzt schon wieder Erfahrung drin, das genau so einzustellen, dass er das so macht. Ja, also hier habe ich das Einrichtmenü. Da muss ich so die ganzen Durchmesser und Leistenlängen und wie viel oben, wie viel unten, Drehzahlen eingeben. Dann die Verweileinstellungen, bei wie viel Prozent irgendwie der anfangen sollte zu verweilen.
Und das kannst du alles hier einstellen. Aber das Gemeiste, und das ist halt immer noch bei dieser Maschine so, ist, dass du Gefühl in der Hand brauchst, denn das hier oben entscheidet alles. Und jetzt eben gerade ist ausgegangen, weil bis hier runtergefahren Weil wir auf Null gefahren sind. Das, was ich gerade nicht erzählt habe, ich bin, bevor das Ding auf Null gefahren ist, ist er in den Schlichtmodus gefahren, ist in eine andere Drehzahl angefahren und einen anderen Hub. Mhm. Ne? Um einfach nochmal die Oberfläche zu schlichten. Also. So, aber das heißt, du hattest ja theoretisch 10 eingestellt, also müssten 500 Zell raus sein, ne? Nö. Ich hatte 500 Zell eingestellt und wir schauen jetzt mal, was raus ist. Eben stand auf wie viel? Ne? Guck mal. Eben stand er auf 400, glaube ich, auf 400-500. Jetzt haben wir 300 oben. 300, schon mal gut, dass zylindrisch ist. Ja, 300. Also noch ein paar Durchgänge. Genau, weil wir halt nicht mit viel Druck arbeiten. Wenn ich jetzt viel Druck machen würde, wären das 5 Hübel, dann wäre es erledigt. Mhm. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt richtig aufgepasst habe, den Mehrdruck würdest du einfach wirklich nur erzeugen, indem du jetzt hier weiter vorstoßt. Ja. Jetzt fahre ich erstmal wieder in den Zylinder, fahre den Kollegen auf Druck, stelle ihm mal jetzt meinetwegen Zehntel ein, da wir ja gute Erfahrungen eben haben. Das heißt, bei dem Druck kannst du wirklich nur nach Gefühl einstellen. Ja. Das ist jetzt nicht so, dass du eine Skala hast, also du hast die Skala von der Spindel, ja, daran siehst du, wie hoch der Druck ist. Genau, ich sehe das ja jetzt. Ne? Guck mal, jetzt ist der so bei 20%, das gut. Aber sieht er jetzt unten halt noch ein bisschen. Ein paar Tausendstel, das ist müde, das konnte ich gar nicht. Du meinst auch, du kannst definitiv den Unterschied mit und ohne Forkblade messen. Ja, konnten wir. Also wenn wir die abschrauben, kannst du wirklich im Zylinder an verschiedenen Stellen messen, dass der kleiner oder größer ist. Also überwiegend immer im oberen Bereich. Ne? Also und dann kommt ja auch noch eine Sache dazu, du kannst ja jetzt gerade nur den Durchmesser messen. Wenn du wahrscheinlich die Lage messen könntest, wie er nicht mehr ganz gerade parallel steht oder sowas, wird sich das wahrscheinlich zusätzlich auch noch beziehen. Ich habe jetzt letztens auch ein Video gesehen über jemanden, der das erklären will mit der Torqueplate. Da habe ich mich gewundert, der hat das vollkommen erklärt. Der hat erzählt, ja pass auf, lass mal die Maschine gerade fertig laufen. Ich wollte gerade sagen, ob es bei dir auf dem Channel war. Ja, da wird auch genug Scheiße geredet, aber. Oh, hier oben siehst du auch, wie der Dieter so ein bisschen arbeitet. Warte, wenn jetzt. Okay, jetzt ist gerade vorbei. Hat die ganze Zeit so. Ich mach gleich den nächsten Vorgang an, ne? Nein. Wo ist dein Vorhang? So, wenn ich eigentlich aufgepasst habe. Oh, lass es lieber. Das Ding, du wirst es sonst brennen. Und verwendet er, weißt du das? Verwendet er immer wieder das gleiche Öl, was er da oben reinkommt? Ja, ja, klar. Das, also da wird mit Sicherheit ein Filter zwischen sein. Mhm. Aber das kann schon ein paar drin sein. Wieso? Ich hätte eigentlich gesagt, dass wir den jetzt entspannen müssen und dann können wir raus. Ich finde das ja, wir haben das ja jetzt so festgehalten und gucken, was er gleich sagt. Wie entspanne ich den Kopf, um den rauszukriegen? Da oben. Nach da drehen. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung. Ich mach's immer nach Gefühl. Jetzt machst du mich nervös. Hier, du musst so machen. Nach links, rechts. Okay. Das ist mir fast richtig. Pass auf, zum Thema Torqueplate nochmal. Der Typ hat Folgendes erklärt. Er hat gesagt, das ist dein Zylinder. Du nimmst die Torqueplate, schraubst die zusammen und dadurch wird der Zylinder ballig. Quasi. Mhm. Das ist aber verkehrt. Weil dafür müsste der ja drüber stehen, Zylinder. Mhm. Das, was die Torqueplate simuliert, sind die Kräfte, die die Schraubengewinde, also die Schraube da oben, in den Block einbringt. Mhm. Ne? Also die ist ja da irgendwo verankert im Block und zieht da. Und dann kann sich irgendwie was im Zylinder ziehen. Ja, das könnte vielleicht so ein bisschen motorabhängig sein. Also bei dem Motor zum Beispiel ist es jetzt ja nicht so, dass wenn das der Zylinder ist, dass die Schrauben hier unten das Gewinde haben. Ja. Sondern die sitzen ja schon da oben und ziehen so gleichzeitig an der Buchse. Es ist ja nicht so, dass man so, sondern es ist ja mehr so, als wenn du oben den Zenti am Kragen packen würdest und zusammenziehen würdest. Ja, ich glaube, das zu simulieren, dafür kannst du irgendwelche Simulationen im Computer, im CAD-Programm bauen. Das Coole ist, eigentlich ist es ja auch vollkommen lax, weil du kannst es ja messen, dass es sich definitiv verzieht. Weil es gibt tatsächlich Motoren, wo es extrem ist und weniger. Ne? Logischerweise ist es bei den Aluminiummotoren extremer. An den massiven Gussdingern, wie dein Fiat-Motor, da hat ich gar nichts getan. Und ich glaube auch, dass es natürlich beim Fünfzylinder in Reihe ja auch mehr ist als mein kurzer Limo-Motor mit Reihe.
Ja. Es kommt natürlich darauf an, wie das Gewinde gemacht ist, da, wo das packt und wie da die Massenverteilung ist. Ne? So, guck mal, was haben wir hier? Fast fertig. Ja, so 5000stel für Endmaß. Ne? Hier so bei groben 100stel. Wir lassen da jetzt noch mal ein paar Gänge durchlaufen, nicht mehr viel. Wenn du jetzt ein 100stel zu viel rausnimmst, ist eigentlich Baustelle. Du kannst du nur Kolben aufbeschichten oder so. Ja. Richtig. Was für ein Laufspiel ist das denn? Also was für eins bei 8300? 900stel. 900stel, okay. Ja. 900stel würde ich so bei dem Kolben und deinen Vorhaben für gut befinden. Wenn wir so einen Serienmotor aufbauen, ein bisschen verstärken mit Schmiedekolben, dann weiß ich nicht, Liter Leistung fahren wollen von 100 PS oder so oder 150 PS, dann bist man eigentlich mit einer 40-32er Legierung gut gelaufen und dann im Laufspiel von 700stel. Ne? 900stel ein bisschen größer? Ein bisschen größer, vor allem kann sein, dass deine Abgastemperaturen, wenn du mal wieder irgendwelche schlechten Tage auf dem Prüfstand hast. Ja, wobei bei dem Motor, bevor die Temperatur da im Turbolader hinten ankommt, genau. Aber nicht desto trotz Alu-Motor, ne? Genau, jetzt, aber bevor wir den jetzt wirklich auf Hauchendmaß machen, machen wir jetzt mal einen anderen. Dann lassen wir das alles mal ein bisschen stehen und dann messen wir das nochmal. Okay. Ja? Ja, dann würde ich sagen, nutze ich den Zeitpunkt, mich zu bedanken. Vielen Dank, dass wir heute Live-Zeuge des Lambo-Motor-Hohens sein dürfen. weil ich denke mal, den letzten 100stel den darf Andi hier alleine rausholen. Ach so, ja, sehr gut. Oder? Ja, kein Problem. Aber wir trinken noch einen Espresso, oder? So, ja, ich dachte nur, so den, das allerletzte Mal, das. Achso, so, dass das ich. Das sollte sitzen, so ungefähr. Hey, wir müssen auch irgendwie ein bisschen da die Kirche im Dorf lassen. Das überleg dir mal, wenn du aus einer Bohrung 100stel Millimeter rausnimmst. Ich weiß eh nicht, wie es geht. Also ich finde schon wahnsinnig, dass das Ding da anzeigt, wo es ein bisschen. Das ist alles Wahnsinn. Und diese ganzen Leute, die da irgendwie mit einer 1000stel Messung, wie ich auch hiermit, ich versuche es natürlich so präzise wie möglich zu machen. Nur, ob dein Motor jetzt am Ende 7,5 Hundertstel oder 800stel Laufspiel hat, das wird nicht das Problem des Schadens am Ende sein. Ja. Nee, definitiv nicht. Das ist eher wichtig, dass die Oberfläche cool ist und dass es halt fehlerfrei ist. Weißt du, dass nicht irgendwie eine Riefe drin ist? Ja, oder ja. Guck mal, dein Haar hat ein Zehntel. Ne? Mhm. Schneid mal einfach dein Haar durch 10. Zehn Teile. Und wir reden über solche Laufspiele, das ist einfach nur krank. Ja, obwohl, guck mal, sein Bart hat bestimmt 3/10. Nee, was das angeht, kann man sich das schon immer schwer vorstellen. Okay, das heißt, du würdest jetzt aber alle auf das Maß bringen, dann den erstmal wieder durchkühlen lassen, weil er jetzt wahrscheinlich schon, also wenn du jetzt alle machen würdest, würde er schon ein bisschen Temperatur. Ja, ein bisschen Temperatur, richtig. Okay. Ja, das heißt, ich würde sagen, so viel zum Thema LPX-Kolben. Und jetzt steht noch aus Thematik Wuchten und Thematik Montage. Mhm. Das war auf jeden Fall heute schon mal ein großer Schritt. In die richtige Richtung. So, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.